Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Eine schöne Zuschrift bekamen wir, die uns sehr gefreut hat. Hallo liebe Freunde in Karlsruhe, ich möchte euch sagen, dass ich an euch denke und euch liebe. Danke, dass ihr für die ganzen Menschen betet. Danke, dass Gott, unser Vater, eure Gebete im Namen Jesus immer wieder erhört und beantwortet. Herzlichen Dank an alle, die ihr in der Gemeinde Gottes da seid. Danke. Von Herz zu Herz. Ja, von Herz zu Herz. Das ist wunderbar. Herzlichen Dank für alle Resonanzen, die wir bekommen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Guter Rat ist nicht teuer. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wir kennen diesen Satz, guter Rat ist teuer, aber guter Rat ist nicht teuer. Wir haben in unserer Zeit, in der speziellen Zeit, in dieser Krise, viele Ratschläge und die Ratschläge funktionieren nicht mehr. Die haben vorher funktioniert und so vieles funktioniert nicht mehr, wie es vorher war. Viele wissen nicht mehr, was sie anderen raten sollen, weil sie nicht wissen, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein. Darf man das noch, darf man das nicht? Ist das weise, ist das nicht weise? Es ist so viel anders geworden und so viel Gewohntes geht auf einmal nicht mehr, von einem Tag zum anderen. In Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Das ist die Quelle aller Weisheit. Wir dürfen beten, wir dürfen zu Gott kommen und er möchte uns sagen, was jetzt im Moment, was für morgen, was wir wissen müssen. Und du sagst, ich kann doch nicht einfach anrufen und er schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer, was da drin steht. Meine Erfahrung ist die, wenn ich um Weisheit bitte, kommt nicht eine E-Mail, wo es da drin steht, aber es kommen Situationen, es kommen Inspirationen, es kommen Dinge, die ich sehe, worin ich die Antwort finde. Es kommen wirklich wunderbare Dinge, wo ich sage, wow, das ist die Antwort, die ich erbeten habe. Und so bekommen wir die Antwort und Weisheit für verschiedene Dinge, die wir in dieser Zeit ganz, ganz dringend brauchen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass ein jeder dieser Zuschauer Freude daran bekommt, dich um Weisheit zu bitten. Für diese Angelegenheiten, die wir in dieser Zeit zu meistern haben. Für die Fragen, wo niemand eine Antwort hat. Wo der gute Rat gar nicht mehr da ist, weil keiner mehr einer hat. Aber du hast einen guten Rat und der ist nicht teuer. Wir dürfen dich anbeten und dich fragen. Und Herr, ich danke dir dafür. Lass uns auch sehen, Herr, und ein Gefühl bekommen, Herr, die Antworten zu erkennen und sie dann auch anzuwenden. Danke, Herr. Amen. Wir wollen für Menschen beten und eine Frau schreibt uns wegen ihrer Schmerzen. Lieber Daniel und Isolde, habe zurzeit starke Rückenschmerzen, leide unter Diskushernie und Bandscheibenvorfall. Bitte beten Sie für mein Anliegen. Und das wollen wir tun. Danke, Jesus, dass du diese Person kennst, die so starke Rückenschmerzen hat und so Probleme mit der Wirbelsäule. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Danke, Jesus, dass alles wieder in den Ursprungszustand zurückgeht, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir, dass kein Schmerz mehr ein Anrecht hat. Und ich danke dir, dass das aufhört und dass diese Schmerzen weggehen, dass sie entmachtet sind und dass wirklich dieser Person geholfen ist, weil du der Herr bist und weil du alles ans Kreuz genommen hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann bittet für seine Frau um Gebet und schreibt uns, meine Frau hat große Probleme mit dem Schlafen. Auch fühlt sie sich abgelehnt, da sie sich selber nicht annehmen kann. Danke für eure Fürbitte.
Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die sich so abgelehnt fühlt. Und ich danke dir, dass du ihr offenbarst, wie lieb du sie hast, wie sie wertgeachtet ist in deinen Augen. Und ich danke dir, dass du ihr Herz berührst, dass sie Veränderung erfährt und dass sie wirklich weiß, dass sie dein Kind ist, wer sie ist in dir. Und ich danke dir, dass du in ihren Herzen wohnst und dass du Veränderung schaffst. Danke, Jesus, dass du ihr auch Frieden schenkst in ihrem Herzen, dass sie schlafen kann, dass du ihr diese Ruhe gibst und diesen Frieden gibst, diese Geborgenheit in dir. Und ich danke dir, Jesus, dass sie das wirklich erleben darf und dass du auch diese Ehe segnest und diesen Mann, der für sie geschrieben hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an und die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau hat folgendes Anliegen. Ich bin 57 Jahre alt. Seit 10 Monaten stecke ich in einer Depression mit großen Angstzuständen fest. Ich habe 5 Monate versucht, einen Psychiater zu finden. Keine Chance. Ich lebe alleine und habe auch keine Familie mehr. Ich fühle mich mit meiner Krankheit im Stich gelassen und bin verzweifelt. Ja. Wenn man keinen findet, weil gerade so viel los ist oder keinen Rat mehr weiß, es gibt eine Adresse. Wir dürfen beten zu dem lebendigen Gott und das wollen wir jetzt tun. Herr, ich danke dir dafür, dass du die Verzweiflung, die Depressionen, auch die ganzen Angstzustände, Herr dieser Frau siehst. Ich danke dir dafür, Herr, schenk ihr auch den Mut, wie jetzt uns zu schreiben, Herr, aber auch den Mut, dich so in ihr Leben zu lassen mit deinem Frieden, Herr, der unendlich groß ist, der so grenzenlos ist. Und ich danke dir, Herr, wirke du in dieser Frau, Herr. Lass sie deine Liebe verspüren. Herr, lass sie Lösungen sehen, lass sie wieder eine Perspektive sehen, Herr, die sie nicht für möglich gehalten hat, die vielleicht zunächst nicht real ist, aber im Glauben, Herr, sie wirklich ihr Gebiet erweitert, Herr, und sie das auch reell dann betritt und erleben darf. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail bekamen wir folgendes Gebetsanliegen. Lieber Daniel, liebe Isolde, ich habe seit 3 Tagen wieder starke Herzrhythmusstörungen. Bitte betet für mich, dass sich alles wieder beruhigt. Danke für euer Gebet. Ja, danke, Herr, danke, dass in dieses Herz wieder, Herr, der richtige Rhythmus reinkommt, dass der richtige Takt reinkommt. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das bitten dürfen, dass du Gebet erhörst, wissen wir. Und danke, Herr, dass wir auch in dieser Sache eine Gebetserhörung erleben dürfen, dass das Herz wieder Stück für Stück, Herr, Schlag für Schlag wieder in dem richtigen, von dir kreierten Rhythmus schlägt und wunderbar du Gesundheit schenkst, Herr, für den ganzen Körper. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen erleben auch Gottes Eingreifen und eine Berührung von Gott. Gott tut Wunder, das bestätigt auch diese Frau. Sie schreibt, lange Zeit war mein Mann alkoholabhängig. Ich bat bei euch um Gebet. Ich wurde so sehr von Gott berührt, glaubte fest und dankte Gott, dass er geholfen hat. Er ist frei. Danke für eure Gebete. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und das ist wahr. Und das schreibt auch ein Mann, der für seine Frau um Gebet bat. Hatte vor einigen Monaten das Gebetsanliegen für meine Frau, dass ihre offenen Beine wieder schließen. Ihr jetziger behandelnder Arzt stellte Diabetes fest. Nicht nur, dass sie nach langem Hin und Her in guten Händen ist, sondern die Beine heilten erstaunlich schnell, sodass der Arzt sich darüber verwunderte. Ja, Gott tut heute noch Wunder und hilft spätestens rechtzeitig. Und das ist wahr, Gott kommt nie zu spät. Vom Rauchen befreit. Gott hat ein Wunder an mir getan. Während ich mir eine Predigt angehört habe, hat mich Gott vom Rauchen befreit. Zuvor habe ich es selbst versucht und bin am selben Tag gescheitert. Jedoch habe ich dafür selbst nicht gebetet. Das ist jetzt 5 Monate her und ich hatte schon am selben Tag kein Verlangen mehr nach dem Rauchen. Danke, himmlischer Vater, für deine wunderbare Gnade. Wie schön ist das?
und eine Gebetserhörung einer dankbaren Mutter. Sie schreibt, im August bat ich sie um Gebet für meine zwei Töchter. Sie hatten sich immer mehr voneinander entfernt und konnten kaum noch ein Gespräch miteinander führen. Die jüngere Tochter hat zudem seit 3 Jahren Depressionen. Gott tat große Wunder. Meine Kinder gehen wie früher inniglich miteinander um. Die Depression der jüngeren Tochter hat sich verbessert. Ich bin so sehr dankbar. Was für eine Wendung, wie Gott wirklich eingreift im Menschenleben. Ist das nicht wunderbar? So viele unterschiedliche Gebetserhörungen. Hast auch du eine erlebt? Hast du eine erlebt, die du mit anderen teilen möchtest? Weil jede Gebetserhörung macht wieder anderen Mut. Lass es uns wissen. Schreibe uns an die WhatsApp-Nummer, die eingeblendet ist. Und nun der Tipp des Tages. Ich hatte es von der Weisheit, die wir brauchen, die wir beten können. Und erbitte Gott um Weisheit. Probier es aus und sei dann sehr sensibel, um zu sehen, die Antwort Gottes, wie sie aussieht. Und ich freue mich in letzter Zeit immer so, ich erbitte etwas und erkenne es. In irgendeiner Sache erkenne ich die Antwort. Und schreib dir das auf. Und freu dich über jede Antwort, die du bekommst. Schön, dass du uns zugeschaut hast. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne mitteilen. Und auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Ja, wenn du unsere Sonntagsgottesdienste sehen möchtest, beziehungsweise die Predigt hören möchtest, geh auf unsere Webseite und da kannst du auf Kirche vor Ort klicken. Da findest du unsere Sonntagspredigten. Und ich möchte dir auch unser Monatsmagazin Freude am Leben empfehlen. Schau dir das an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Sei gesegnet und bis bald. Tschüss. Gott segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.